Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid, wieder bei der 20. Folge. Aha, von Skyward Sword. Von Wind Waker. Wir haben den Abkürzungskessel gefunden, da habe ich entschieden, dass eigentlich richtig cool ist, wenn wir jetzt an der Stelle das Päuschen machen. Und jetzt müssen wir gucken, wo es weitergeht. Keine Ahnung. Okay. Da unten gibt es einen Schlüssel und können so springen, glaube ich. Genau. Passt. Ich glaube, wir haben einen Schlüssel. Aha. Energie brauche ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, aber Herzchen hätte ich gebraucht. Oh ja. Na, hier so eins zum Beispiel, genau. Oh, was ist das denn? Sehr cool. Und jetzt können wir die Planta Humpas wieder benutzen zum Beamen. Aber wohin? Naja, einfach ein Stückchen höher. Ich finde diese Beutesäckchen da eigentlich voll cool. Yeah!
wieder rein. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, aber weg von dem Viech, blödes Viech. Haben wir es jetzt geschafft? Können wir den befreien? Oh. 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 Scheiße. Na toll. Okay, mein Freund. War das der Boss? Oh je. Wo ist die Schatztruhe? Hier. Ein Flügel. Sehr schön. Das war ein netter Kampf, aber da war es nicht anspruchsvoll. Okay, gut, ich sag mal, bevor ich mich hier rumbeschwere, ja, man kann das Spiel immerhin auch auf schwerer stellen und dann sieht es anders aus. Ja, weil ich habe gelesen, im Spiel schon drin, man kriegt keine Herzen mehr. Die Gegner machen doppelten Schaden. Das heißt, was ist, man muss nur noch die Tränke benutzen oder so, gell? Ja, und Tränke haben wir bis jetzt nicht einen gebraucht. Also was das betrifft. Ja. Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, das letzte Mal, ja, da haben wir das Gold schneller bekommen und halt die Münzen, aber das letzte Mal auch, ja, haben wir diese Insel auch geplündert da unten. Okay, Leute. Was erwartet uns? Oh, der Batarang. Du hast einen Bumerang gefunden. Bei Objekten, die man treffen kann, ändert sich die rote Zielmarkierung in Sternchen. Ich kann 5 Objekte anvisieren und mit ihm treffen. Jo, geil. Was machen wir denn weg? Dann machen wir... Na, die Ding natürlich machen wir weg. Die Fee? Brauchen wir jetzt. Okay, ja, cool. Cool. Garantiert da oben, das müssen wir gleich mal treffen. Das ist ja wohl auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Okay. Und eine Blume noch, eine 2. Die machen wir auch noch weg, okay. Also. Nee, das bringt schon mal gar nichts. Ich war mir sicher, man könnte das machen. Ah, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, ja klar. Ah, der Bumerang, so geht es. Okay, ist auch verstanden. Ja, geil, Leute, ne? Jetzt haben wir mal hier die sinnvollen Sachen. Ich habe mal irgendwo gelesen, Zelda sei so ein bisschen so. Story, Dungeon, Boss, Item. Story, Dungeon, Boss, Item. Thank you.
Also auf den Typ da benutzen? Ne, das wäre es ja gewesen, gell? Und durch. Ah. Oh, fuck. Was haben wir hier drin? Ein Glücksamulett. Ah, klasse, klasse, klasse. Ist geil. Da steht nämlich die Lehrerin drauf. Hm. Auf jeden Fall, wir gehen hier rein. Okay, da drüben ist auf jeden Fall der Topf. Wir haben den Bumerang jetzt bekommen. Hm. Unten im ersten Stock wartet der Boss auf uns. Vielleicht können wir da rüberfliegen. Ah, kann man das durchschlagen, oder was? Ha. Ja, guck an. Ich verstehe. Gut. Haben wir auch das Herz bekommen, sehr schön. Ja, schau mal einer. Seht ihr das? Ah, geil. Gibt es im Raum noch was anderes? Was ich übersehen haben könnte? Nee, gell? Nee, das passt schon. Oh je, Leute. Ja, auf die Map zeigt uns das. Oh oh. Wir sind richtig. Wir gehen hier richtig durch. Ey, das war jetzt aber auch mal wieder ein bisschen leicht, oder? War jetzt nicht so heavy. Wie man vielleicht erwarten könnte. Also, als erstes mal das hier öffnen. Sehr gut. Und jetzt die Truhe. Oh ja. Noch ein Glücksamulett. Ja, das läuft mit den Glücksamuletten relativ gut, ehrlich, muss man schon sagen. Liebe Leutchen. Durch die Tür. Oh, ja, Gott.
Anfang wieder oder bei dem zweiten? Am Anfang. Ach, Gott sei Dank. Ey, das hat mich jetzt ein bisschen angekürzt schon. Jetzt haben wir nur den Schlüssel nicht, gell? Wo gibt's den großen Schlüssel? Oh Mann! Naja, auf jeden Fall. Können wir hier entlang klettern? Nee. Auf jeden Fall. Das trifft sich wieder ideal. Dann haben wir nämlich beim nächsten Speicherkessel hier auf. Und nächste Folge geht's weiter. Dann holen wir den Schlüssel und dann besiegen wir den Endboss hier, schätze ich mal. Also Leute, macht's gut, bis dahin. Ciao.